Sie müssen ein kritisches Gespräch führen, wo es um echt was geht, also eine Verhandlung oder ein Krisengespräch oder so, und Sie wissen nicht genau, wie Sie sich darauf vorbereiten sollen. Deswegen haben Sie jetzt genau den richtigen Film ausgewählt, weil ich zeige Ihnen hier eine Methode, wie Sie sich perfekt auf ein Gespräch vorbereiten können. Die Methode heißt ENDE, entscheidungsorientiert denken, besteht aus nur vier Objekten, die Daten. Daten sind die Sachen, die nicht änderbar sind, wovon man ausgeht. Dann die Ziele. Was möchten Sie erreichen? Und der Kick dabei, was möchten Ihre Gegner oder die andere Partei erreichen? Welche Instrumente stehen Ihnen und den anderen zur Verfügung, sodass Sie dann, das ist das vierte Element, zu einer Entscheidung kommen können, wie könnte eine Lösung aussehen? Das war jetzt ein bisschen abstrakt. Ich zeige dir jetzt mal ganz kurz an einem Beispiel, wie man so ein Krisengespräch führen kann, wie das Ganze funktioniert. Und dann haben Sie die Blaupause und können das mit einem eigenen Gespräch, mit Ihrem eigenen Gespräch, können Sie das dann mal nachvollziehen. Also, los geht's. So, wir öffnen eine Datei, speichern die unter dem richtigen Namen ab und dann geht's los. Ansicht, Gliederung. Wir arbeiten in der Gliederungsansicht. Das ist der Kick an diesem Tool in diesem Falle. Dazu gibt es auch ein eigenes Video. Ja, was lässt die Überschrift bei uns? Krisengespräch vorbereiten. Und jetzt schreiben wir schon mal die Gliederung unserer Gedankenstruktur hin. Das ist ja so eine Art Checkliste. Ja. Erstmal, worum geht es? Dann die Daten, Ziele, Instrumente. Das ist ja der entscheidungsorientierte Ansatz in dem Falle. Und am Ende kommt raus eine Entscheidung. Wer macht was bis wann? Ja, im ersten Block, worum geht es? Schreiben Sie ruhig auf, worum es geht. Schreiben sich da das alles von der Seele, einfach die Situation beschreiben. Ich bin Bauleiter. Sie haben ein Problem mit Ihrem Mehrfamilienhaus, müssen das Ganze klären. Das ist die Situation, um die es geht. Ja, der nächste Punkt, die Daten. Bei den Daten ist es so, was ist die aktuelle Situation? Worüber reden wir? Was ist derzeit Fakt? Das schreibt man sich auch noch von der Seele. Der Bau stoppt, der Zeitplan ist gefährdet, die Mitarbeiter sind gereizt, Strafzahlungen drohen. Kommen wir jetzt zu den Zielen. Bei den Zielen ist es wichtig, dass man hier auch unterschiedliche Kategorien unterscheidet. Und zwar einmal die Ziele des Projektes selbst, dann die Ziele des Meetings und dann die Ziele der einzelnen Parteien. Die Ziele des Projektes sind relativ banal. Klar, das soll alles schön fertig werden und das Budget soll eingehalten werden. Jetzt kommt aber noch ein guter Gedankengang, nämlich was sind jetzt die Ziele des Meetings, dass man auch mal über das Meeting mal ganz gezielt nachdenkt. Was wollen wir da eigentlich machen? Alle Informationen sollen ausgetauscht werden, eine Lösung soll gefunden werden, natürlich. Alle Entscheidungen sind getroffen und alle arbeiten harmonisch und konstruktiv miteinander zusammen. Ja, kommen wir jetzt zu den Zielen der einzelnen Parteien. Das ist ganz wichtig, dass man da differenziert. Und dazu dient das System ja auch. Es gibt mehrere Parteien und man muss immer zusehen, dass man aus den Parteien heraus mal die Welt sieht und die Probleme sieht. In diesem Falle schlage ich jetzt einfach mal drei Parteien vor. Einmal die Bauleitung, dann den Lieferanten und dann auch den Vertreter der Mitarbeiter. Das ist in dem Fall der Polier. So, und jeder will was anderes. Jeder sieht das irgendwie ein bisschen anders, hat andere Ziele. Und darauf ist zu achten. Kommen wir jetzt zu den Instrumenten. Da unterscheiden wir zwei Kategorien. Die Instrumente zur Problemlösung, also auf der Ebene des Projektes, was kann man da machen? Ist manchmal gar nicht so schwer. Meistens ist klar, was getan werden muss. Die Frage ist nur, wer macht was bis wann? Und dann natürlich ganz wichtig, die Instrumente zur Gestaltung des Meetings. Dazu komme ich dann gleich noch, ganz wichtig. Auf der Ebene des Projektes gibt es verschiedene Maßnahmen, die man anstreben kann, nämlich einmal, man kann andere Materialien einkaufen, man kann das Projektende verschieben und man kann Strafzahlungen für die Einkäufe drohen und man kann vielleicht auch ein bisschen umbauen, andere Gewerke vorziehen. Jetzt komme ich zum wesentlichen Punkt, Instrumente zur Gestaltung des Meetings, weil das ist ja letztendlich das, worum es geht. Was können Sie tun, um ein Meeting zu gestalten? Sie können einmal die Ziele der Beteiligten analysieren. Wir hatten ja schon vorgestellt, es sind unterschiedliche Parteien dabei. Sie haben auch schon angefangen, darüber nachzudenken, welche Ziele wohl die einzelnen Parteien haben. Darüber tief nachzudenken und sich darüber im Klaren zu sein, hilft ungeheuer. Dann müssen Sie auch wissen, was will ich jetzt selber? Also wie sieht die Lösung für Sie aus? Formulieren Sie die eigenen Ziele möglichst aus, habe ich jetzt hier mal nicht gemacht.
Bereiten Sie sich auch vor mit Argumenten und Beispielen. Überlegen Sie sich auch, welches Material Sie dann vorlegen. Geschickte Auswahl des Informationsmaterials ist entscheidend. Also schriftliche Zusagen, Aussagen, Zeugen, was auch immer dann erforderlich sein könnte, um dann das Ganze in Bewegung zu bringen, ist nicht verkehrt, sollte man gut vorbereiten. Sie können auch den Protokollführer geschickt wählen. Da ist es so, dass es sehr eloquente Leute gibt, die wirklich das drauf haben, oder sie machen es vielleicht auch selber, weil sie jetzt mittlerweile das alles so gut erarbeitet haben. An so einem Protokollführer hängt unglaublich viel. Wer schreibt, der bleibt, und der kann sich jederzeit einmischen, kann sagen, ah, ich habe das jetzt so und so verstanden, kann ich das so notieren? Der ist wichtig. Das müssen Sie wissen, wer das ist. Brauchen Sie ein gutes Händchen. Und Sie können natürlich auch die Umgebung gut beeinflussen. Das ist Ort, Zeitpunkt natürlich, Person, die Sie einladen, und auch der Einladungszeitpunkt. Machen Sie das rechtzeitig vorher. Wen laden Sie jetzt wirklich genau ein? Zu welcher Uhrzeit machen Sie es? An welchem Ort machen Sie es? Und so weiter. Das sind wichtige Einflussfaktoren. Ja, und dann gibt es noch den letzten Punkt, die Dramaturgie. Ja, Sie sind ja Regisseur dieser ganzen Party, können sich überlegen, spielen Sie jetzt was, wie setzen Sie jetzt welche Personen ein. Und dann sollte es Ihnen gelingen, das Ganze zu domptieren. Ja, so ungefähr könnte man das Ganze machen. Also die ganze Struktur sieht also so aus. Ich wiederhole noch mal kurz, worum geht es? Da schreiben Sie rein, worum es jetzt geht, klar. Dann die Daten analysieren Sie, was ist derzeit Fakt? Die Ziele unterscheiden Sie in die unterschiedlichen Zieldimensionen. Das ist wichtig. Bei den Instrumenten unterscheiden Sie auch Instrumente zur Problemlösung und Instrumente fürs Meeting. Und am Ende, ja, muss entschieden werden, wer macht was bis wann. So, jetzt haben Sie gesehen, wie ein Krisengespräch vorbereitet werden kann. Und was mir wichtig dabei ist, man muss sich überlegen, wovon gehen wir eigentlich aus? Die Daten, das muss nicht immer gleich sein. Es kann sein, dass Sie andere Fakten im Auge haben als der andere. Das muss man einfach mal klären. Manchmal streitet man sich, wenn man die Welt anders sieht oder wenn man unterschiedliche Informationen hat. Und dann geht es darum, dass man die eigenen Ziele im Auge behält und auch die anderen Ziele, die man vermutet, auch im Auge behält. Ja, und dann die Instrumente, da kommt es ein bisschen auf Fantasie drauf an, die kann man durchdiskutieren, sodass man dann zu einer Entscheidung kommt. Ich hoffe, Sie kommen damit zurecht. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gebracht. Und wenn Sie wissen wollen, was man noch mit dieser Möglichkeit, mit diesem Konzeptende noch machen kann, dann kaufen Sie sich das Buch.